Mein 60p läuft jetzt in etwa 3 Wochen und in den ersten Wochen hatte ich ein paar Algenprobleme und darum soll es in dem Video gehen, was man dagegen machen kann und wie man sie erst gar nicht bekommt im Idealfall. Willkommen, mein Name ist Bachi und wie schon gesagt, das Aquarium läuft jetzt 3,5 Wochen und vor so circa 1,5 Wochen hatte ich ja einige Algen im Aquarium. Erstmal vorneweg, Algen in der Einlaufphase sind ganz normal und generell ganz wenig Algen sind in jedem Aquarium. Also kein Aquarium ist komplett algenfrei, auch wenn es vielleicht am ersten Blick so aussieht auf Instagram oder auf YouTube. Aber überall sind ein paar Algen, wenn man genauer hinschaut. Aber natürlich möchte man nicht zu viel Algen haben. In der Einlaufphase kann es passieren, dass verschiedene Algen kommen. In meinem Fall war es jetzt so, dass ich zum einen Kieselalgen hatte, also so braune Schmieralgen. Die sind auch ziemlich normal, die bekommt man fast jedes Mal in der Einlaufphase. Und da braucht man sich auch keine Sorgen machen, die gehen dann ganz alleine wieder weg. Also sobald das Aquarium eine Zeit lang steht, siedeln sich genug Bakterien an und dann sind die Kieselalgen auch schon Geschichte und kommen nicht mehr im Normalfall. Ist oft so, dass es mit dem Silikat zusammenhängt, aber trotzdem braucht man für Süßwasser-Aquarien keinen Silikatfilter, also keinen Resinfilter, weil das, wie gesagt, mit der Zeit von alleine weggeht. Also jetzt zum Beispiel habe ich nur noch in den Glasein- und Auslässen ein paar Schmieralgen. Beim nächsten Mal putzen sind die dann auch weg. Aber sonst so im Aquarium habe ich die eigentlich gar nicht mehr. Dann hatte ich aber noch einige Grünalgen, also grüne Belege, ein paar Fadenalgen, aber gar nicht so viele. Und so ein paar Punktalgen, also das sind alles Grünalgen. Und die sind auch relativ normal in der Einlaufphase, müssen aber nicht immer kommen. Da kann es auch mal sein, dass man einfach gar keine Algen bekommt. Und was ich immer noch habe, sind so ein paar Pinselalgen, Rotalgen auf den Elicharissen Hintergrund und auch ein bisschen was auf der Wurzel. Algen kommen im Aquarium immer, wenn man ein Nährstoffungleichgewicht hat. Also nicht unbedingt zu viel Nährstoffe, es können auch zu wenig Nährstoffe sein, beziehungsweise von einem Nährstoff zu wenig. Also immer, wenn irgendein Ungleichgewicht ist, dann bekommt man Algen im Aquarium. Das Ganze dann auch zusätzlich mit Licht, also wenn man zu stark und zu lange beleuchtet, dann ist das Risiko auch ziemlich hoch, dass man Algen bekommt. Also wenn ihr Algen in eurem Aquarium bekommt, dann macht euch erstmal Gedanken und überlegt, woran es liegen könnte. Erstmal zum Licht. Ich beleuchte meine Aquarien am Anfang immer nur 6 Stunden pro Tag. Würde ich auch jedem empfehlen, vor allem in den ersten Wochen. Also auch wenn ihr sagt, ihr wollt das gerne länger beleuchten, dann macht es zumindest so, dass ihr für die ersten Wochen, Monate, bis das Aquarium mal gut eingelaufen ist und die ersten Tiere im Aquarium sind, die Beleuchtung nur 6 Stunden pro Tag leuchtet. Dann kann man von Woche zu Woche raufgehen. Ich würde euch trotzdem nur empfehlen, 8 Stunden pro Tag zu beleuchten. Ich bleibe bei mir ja auch nur bei 6 Stunden pro Tag, weil dadurch einfach das ganze Aquarium stabiler läuft und ich spare auch ein bisschen Strom dadurch. Ich habe relativ viele Aquarien. Dann passt es dann auch ganz gut, wenn ich zum einen weniger Strom verbrauche und die Aquarien stabiler laufen. Zur Beleuchtungsstärke war ich lange ein Verfechter. Ich beleuchte meine Aquarien kürzer, also 6 Stunden und die Lampen immer auf 100%. Mittlerweile gibt es einige Lampen, die einfach viel zu stark sind und da muss man ein bisschen schauen, dass man ein bisschen runterdimmt. Aber hier zum Beispiel mit der Skylight Hyperbar beleuchte ich das Aquarium auf 100% und das passt perfekt. Und auch davor habe ich die Twinster S3 benutzt auf 100% und das hat auch sehr gut gepasst. Aber wenn ihr da eine Lampe habt, die einfach viel zu stark ist, extrem viel Lumen macht, dann kann es auch Sinn machen, die ein bisschen runter zu dimmen. Also wenn das Licht mal nicht so der große Faktor ist, wenn es nicht zu lange leuchtet und nicht zu hell, dann ist es ein Nährstoffungleichgewicht. Und wenn das Aquarium gerade frisch gestartet ist mit frischem Soil, dann ist das ganz normal, weil die Pflanzen müssen erstmal sich verwurzeln und sich erstmal umstellen in den meisten Fällen von E-Meersen zu Submeersenwuchs und sich erstmal etablieren im Aquarium. Und das Soil gibt meistens am Anfang auch ein bisschen mehr Nährstoffe ab. Deswegen ist in den ersten Wochen noch ganz normal, dass man ein Nährstoffungleichgewicht hat. In den Aquarium habe ich ja eigentlich relativ viele Pflanzen eingesetzt, aber trotzdem eine relativ kleine Pflanzenmasse. Also im Hintergrund sind zwar schon ein paar Büschel an Pflanzen, aber jetzt kein richtig großer Busch Stängelpflanzen, die schnell wachsen. Und das ist natürlich auch ein großer Faktor. Wenn man jetzt viele Pflanzen hat, die schnell wachsen und schnell Nährstoffe verbrauchen, dann läuft das meistens stabiler. Also dann kann es auch sein, dass man das Aquarium startet, ohne Algen, ohne Algenphase, also einfach ohne Probleme einläuft und man einfach nur Pflanzen zurückschneiden muss. In meinem Fall ist es, finde ich, so ein Zwischending. Es ist jetzt nicht extrem wenig Pflanzenmasse und auch nicht zu viel. Deswegen war es so 50-50, ob es algenfrei läuft oder nicht. Aber nichtsdestotrotz, was macht man jetzt dann, wenn man bemerkt, es kommen immer mehr Algen im Aquarium?
der erste Schritt ist, regelmäßig Wasser zu wechseln. Also ich würde euch empfehlen, zumindest einmal die Woche 50% vom Wasser zu wechseln. Wenn ihr euer Aquarium startet, dann könnt ihr auch häufiger Wasserwechsel machen. Oder wenn ihr Algen bemerkt, könnt ihr auch häufiger Wasserwechsel machen. Das schadet da auf jeden Fall nicht. Ich habe jetzt in dem Fall auch einen Darkstart gemacht. Also ich habe das Aquarium ohne Pflanzen und ohne Licht gestartet. Das hat mehrere Vorteile. Der größte für mich ist der Bakterienrasen am Holz. Also Holz bildet oft so einen Bakterienrasen aus in den ersten Wochen, weil das im Wasser ist. Und der ist für manche Pflanzen nicht so gut, vor allem für Aufsetzerpflanzen. Und da ist es einfach gut, wenn das Holz schon mal gewässert ist. Und bei so einem Aquascape, wenn man das Ganze verkleben möchte, ist es schwierig, das Holz vorher zu wässern und dann zu bauen und dann zu verkleben. Deshalb baue ich das Hardscape, also die Einrichtung, zuerst zusammen und dann wässere ich das Holz. Und gleichzeitig läuft das Aquarium schon mal ein. Die Bakterien können sich schon mal im Bodengrund bilden, weil da schon Wasser drinnen ist. Und der Filter kann auch schon mal Bakterien ansetzen. Das hat bei mir in letzter Zeit auch richtig häufig dazu geführt, dass das Aquarium problemloser einlief. Jetzt hier habe ich das Ganze nur für 3 Wochen gemacht. Sonst würde ich euch eher empfehlen, das Ganze so für 4 bis 5 bis 6 Wochen zu machen. Je nachdem, was für ein Holz man auch hat. Also wenn man einen stärkeren Bakterienrasen hat, würde ich eher noch eine Woche warten und dann erst das Aquarium starten. Dafür habe ich einfach das ganze Wasser abgelassen und dann bepflanzt und dann das Aquarium ganz normal gestartet. Dann reicht es im Normalfall auch vollkommen aus, wenn man einmal die Woche einen Wasserwechsel macht. Wenn man jetzt einen Wasserwechsel macht, ist es nicht nur wichtig, einfach nur Wasser zu tauschen, sondern man sollte versuchen, so viel Algen wie möglich zu entfernen. Wichtig ist, zuerst mal den Filter auszuschalten, damit er nicht die ganzen Algensporen einsaugt und im Aquarium verteilt. Dann, je nachdem, wie hoch euer Wasserstand ist, ist es nicht schlecht, wenn man vielleicht schon 1 cm ablässt, damit das Wasser nicht überschwappt, wenn man ins Aquarium greift. Dann, je nachdem, was für Algen man hat, wenn man jetzt zum Beispiel sehr lange und viele Fadenalgen hat, will ich die zuerst mit einer Pinzette oder mit einer Bürste entfernen. Hatte ich jetzt in meinem Fall nicht, aber sonst wäre das so der erste Schritt, zuerst mal die groben Algen, was man mit einer Pinzette wegbekommt, oder mit einer Bürste, also mit so einer Zahnbürste aufwickeln, die erstmal rauszuholen. Danach habe ich jetzt in meinem Fall hier die Scheiben sauber gemacht. Da war zum einen ein grüner Belag und so Punktalgen drauf. Da benutze ich am liebsten den ADA Pro Razor, den Klingenreiniger. Da muss man nur einmal über die Scheibe drüber fahren und alle Algen sind weg. Also es funktioniert richtig gut. Man braucht auch keine Angst haben, dass man sich das Glas zerkratzt. Man muss einfach immer nur kontrollieren, ob die Klinge in Ordnung ist. Aber bei den ADA Pro Razor hält die Klinge auch ziemlich lange, bevor man sie tauschen muss. Also der ist zwar nicht so günstig, aber funktioniert echt richtig gut. Ansonsten habe ich dann noch so einen weißen Cleaning Sponge verwendet. Einfach nochmal überall drüber fahren, damit wirklich alles sauber ist. Und auch Stellen, wo man vielleicht nicht so gut hinkommt. Auch die Glasein- und Auslässe von außen, wenn ich die nicht komplett sauber mache, fahre ich zumindest einmal mit dem Schwamm außen über die Lilypipe drüber, damit sie ein bisschen schöner aussieht. Aber wenn sie so wie hier aussieht, also jetzt beim nächsten Wasserwechsel, den nächsten Tage, werde ich da auf jeden Fall wieder die Glasein- und Auslässe auch sauber machen. Danach kommen die Kanten dran, also die Silikonkanten, die bürste ich mit einer Zahnbürste. Da ging Grüße raus an Aquadicted, da habe ich von ihnen mal die Multibrush bekommen, eine Zahnbürste. Mit denen bürste ich immer die Silikonnähte ab. Auch wenn sie nicht so schmutzig aussehen, kann ich das empfehlen, weil dann bleiben sie auch wirklich sauber. Damit kann man dann auch gleich die Wurzeln und Steine abbürsten. Wenn man jetzt hartnäckigere Algen hat, dann kann man auch eine Drahtbürste verwenden. Die ganze Technik auch nicht vergessen, also hier den CO2-Diffusor in Dauertest. Den benutze ich auch meistens mit dem Cleaning Sponge, mit dem weißen Schwamm. Geht ganz gut, vor allem am Stahl und am Glas. Jetzt die Membrane nicht mit dem Schwamm abwischen, sondern die wirklich immer nur mit dem Chlor reinigen. Weil wenn man die immer mit dem Schwamm abwischt, kann es sein, dass die Membrane sich zusetzt und nicht mehr so gut funktioniert. Deshalb die Membrane nicht abbürsten oder abschrubben, sondern immer nur in Chlor reinigen. Dann, wenn ich alle Algen mechanisch gelöst habe, also von den Scheiben und vom Hardscape oder so gut wie alle, dann mache ich einen großen Wasserwechsel, versuche so viel Mulm wie möglich gleichzeitig aufzuwirbeln. Am Anfang muss man da ein bisschen aufpassen, wenn die Pflanzen frisch eingesetzt sind, damit man die natürlich nicht ausreißt. Aber das Ziel an einem Wasserwechsel ist, so viel schmutziges Wasser wie möglich gegen frisches Wasser zu tauschen. Auch was Algensporen angeht, je mehr Algensporen man aus dem Aquarium rausholt, desto besser ist es. Hier in den Aquarium benutze ich auch einen Twinster-Sterilisator. Der reduziert auch die Algensporen und die Keimdichte, aber kann natürlich nicht zaubern, der macht nicht alle Algensporen weg, aber hilft so ein bisschen mit, damit die ein bisschen reduziert werden. In meinem Fall hat er schon den Großteil der Algen entfernt, bis auf die paar Pinselalgen auf den Eleutheris. Da wird es so sein, dass ich irgendwann mal das Eleutheris zurückschneide, einfach abschneide und da wieder Neues nachwächst und dann die Pinselalgen weg sind. Und auch auf den Wurzeln,
Das wird jetzt mit der Zeit hoffentlich wieder weggehen, weil ich habe jetzt auch schon angefangen zu düngen. Erstmal mit 1 Milliliter Masterland 2, also relativ wenig NPK-Dünger, aber ich schaue mal, wie sich die Pflanzen entwickeln und dann erhöhe ich das vielleicht noch über die Zeit. Ich habe dann auch gleich die ersten Algenfresser eingesetzt, beziehungsweise Bosshornschnecken hatte ich schon im Darkstart eingesetzt, habe ich aber noch ein paar dazu gesetzt, damit es einfach mehr sind, damit sich diese um die grünen Belege kümmern, und hat ganz gut funktioniert. Jetzt habe ich vor 2 Tagen einen Wasserwechsel gemacht und die Scheiben gereinigt. Harzgeber, also Wurzeln, habe ich gar nichts gemacht. Die sind einfach so relativ sauber. Dann habe ich auch noch Sulawesi Inlandsgarnelen eingesetzt. So 15, 20 Stück, einfach von meinem anderen Aquarium. Die vermehren sich ja da ziemlich gut. Und da habe ich so Tag für Tag immer wieder ein paar Garnelen rausgefangen. So viel, wie ich da erwischt habe. Und dann hier rüber gesetzt. Die kümmern sich dann auch schon so ein bisschen um die Algen. Und jetzt vor ein paar Tagen habe ich auch noch Amano-Garnelen eingesetzt. Also eine Amano-Garnele macht circa so viel wie 10 Sulawesi Inlandsgarnelen. Und davon habe ich jetzt erstmal 6 Stück eingesetzt. Ich mache das immer so pro circa 10 Liter Aquariumwasser. Setze ich eine Amano-Garnele ein, also hier circa 60 Liter, 6 Amano-Garnelen. Da muss man nur ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt Bodendecker hat oder irgendwelche Sandbereiche mit steilen Säulaufschüttungen. Kann es sein, dass die Amano-Garnelen den Soil so ein bisschen umräumen oder ein paar Pflanzen ausreißen. Da muss man immer so ein bisschen auf das Layout schauen. In meinem Fall schaut das HCC hier schon ganz gut festgewachsen aus. Deshalb habe ich es jetzt mal riskiert und hat bis jetzt ganz gut funktioniert, dass die jetzt nicht irgendwas ausgerissen haben. Also als generell zu Algenfresser und Tiere gegen Algen würde ich nicht als einziges Mittel sehen. Also wenn ihr jetzt ein Aquarium habt voller Algen, dann setzt jetzt nicht nur Algenfresser ein und macht nichts, sondern macht auch den Wasserwechsel und schaut, woran es liegt, dass ihr Algenprobleme habt. Also ein Algenfresser, den ich auch relativ häufig sehe als Erstbesatz oder relativ früh, sind die Geweihschnecken. Und die kann ich euch gar nicht empfehlen, weil die sind omnivore Tiere, also die leben nur von den Aufwuchs. Die kann man nicht irgendwie füttern, weil zum Beispiel hier hätte es jetzt vor 1,5 Wochen so ausgesehen, als hätte ich relativ viel Aufwuchs, hatte ja relativ grüne Scheiben, und jetzt schaut das Aquarium ziemlich clean aus und da könnte es sein, dass die Schnecken zu wenig Nahrung finden. Deshalb warte ich da immer so 2 Monate, bis ich Geweihschnecken einsetze. Das Video ist wieder gesponsert von AK Microblift, und das sind noch 2 Produkte, die ich beim Start von Aquarium sehr empfehlen kann. Zum einen Nitor 2, wenn man das Aquarium startet, Starterbakterien. Das sorgt einfach dafür, dass sich schneller Bakterien ansiedeln. Und dann noch Special Blend, Wasserpflege, auch nochmal mehr Bakterien, die einfach dazu sorgen, dass das Aquarium stabil und gesund läuft. Benutze ich jetzt auch immer bei jedem Wasserwechsel. Nitor 2 habe ich jetzt so die ersten 2 Wochen benutzt und Special Blend bei jedem Wasserwechsel. So, jetzt die ersten grünen Belege und Algen und Probleme in der Einlaufphase sind jetzt bei mir überwunden. Jetzt geht es bald an die ersten Fische. Schreibt mir in die Kommentare, was für Fische ich einsetzen soll. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich habe schon überlegt, in einer kleinen Boraras-Gruppe, irgendein kleiner Fisch in den Aquarium oder so einen Danio Axel Rodi würde ich auch sehr schön finden und würden hier, denke ich, auch gut passen. Aber wenn ihr noch irgendwelche anderen Vorschläge habt, dann schreibt das auch gerne in die Kommentare. Und hier kommt jetzt zur Playlist zum ganzen Aquarium, da zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ich das Aquarium aufgebaut habe.